Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's. Bitte kein El Rondo. Die besten Teams trainieren Bitte härter als kein El alle anderen. Rondo. Also ratet mal, was ihr heute machen dürft. Dieses Team spielt Trainingsplan. als Einheit und das Kernelement von Top-Teamwork sind tolle Pässe. Lasst uns die Ballverteilung trainieren, okay? Okay, fertig. Das sah ehrlich gesagt ein bisschen lustlos aus. Beim nächsten Mal mehr Einsatz, okay? Ja, natürlich. Bekommst du Trainer? Okay, here we go. Für Alex Hunter ist das heute der 24. Einsatz in dieser Saison. Noch fünf mehr, dann erreicht er die Marke seines Großvaters Jim aus dessen Debütsaison. Er bekommt immer wieder seine Einsatzzeiten und das ist ja wichtig für so einen jungen Spieler. Nur dann kommt er weiter, egal ob ausgeliehen oder nicht. Und da haben wir die Startformation von Swansea City. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Da haben wir die Startformation von West Bromwich Albion. Sie spielen es hier heute in einem 4-4-2, Buschin. Noch was zu ergänzen? Vielleicht nur, dass sie. Jakob! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Angel Rangel. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Äußerst treffsicher ist er im Moment. Viermal hat er in den letzten drei Spielen zugeschlagen. Heute wird er nachlegen wollen. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Alexander! Den hat er Ah. wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Barrow. Mit dem Ball am Fuß. Jetzt ist er auf und davon. Alexander. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Da kommt der Schuss. Ganz stark abgeblockt. Heutzutage kann man sich gar nicht vorstellen, dass bei West Brom sogar einige Titel in der Vitrine stehen. Das stimmt, in den letzten Jahren ging es mal runter, mal wieder rauf. Irgendwie nicht wirklich konstant. Die großen Erfolge. Die sind schon lange, lange her. Der letzte FA-Cup-Sieg war, Achtung, 1968. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Fairer Einsatz hier. Sigurdsson. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er schießt. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Alexander. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Ja, das kann er auch besser. Das macht er gut. Philipp Bernard am Ball. Fletcher. Phillips. Wird's jetzt gefährlich? Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Barrow. Und er schießt. Wichtig, den Ball hat er sicher. Klasse Tackling. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Pocconioli. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie suchen das Loch in der Abwehr. Sigurdsson. Schöne Flanke. Und nun ein Schuss. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem.
Fletcher. Berahino. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Barrow. Das ist jetzt eine Chance. Hunter. Super gemacht vom Torwart. Und Eckstoß. Macht er ihn. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Cordy Ahmad. Da geht er gut dazwischen. Nein, 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 nein. Jetzt wird's gefährlich. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Und er bringt den Ball rein. Rondon! Er versucht's mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Cordy Ahmad. Das könnte die Chance werden. Das macht er gut. Jetzt Hunter. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Ja, natürlich. Per Kopf zum Mitspieler. Alex Hunter. Sauber vom Ball getrennt hier. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Sigurdsson. Klasse gespielt. Abgefangen, gut gemacht. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Da steht die Abwehr sicher. Keine Tore zu. Okay, keine Tore zur Halbzeit. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Alter, war das knapp. Ich dachte, ich mähe den jetzt voll um. Jetzt könnte es gefährlich werden. Rondon. Etwas später. Und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Kork. Sie sind geduldig. Er zieht ab. Und der Torhüter ist ganz sicher. Böse. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Bocconioli. McLean. Wird das eine Torchance? Philipp Bernard. Alex, lauf. Da geht er dazwischen. McLean. Die Gäste werden wechseln. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Barrow. Cork. Alex Hunter. Er versucht's. Alter, was ist denn das gerade? Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie haben den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Jakob. Souverän, er hat den Ball. Britain. Jetzt wird's gefährlich. Und die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball.
Macht er ihn! Ganz. Es bleibt also beim 0-0. Das hat er richtig stark gelöst. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Montero. Alex Hunter. Er schießt. Ganz richtig. Er hält den Ball fest. Den Ball verlängert er per Kopf. Rutledge. Da passt er auf und geht dazwischen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Weiß zwar nicht warum. Und jetzt die Chance. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. Gamboa. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Das könnte die Chance werden. Rondon. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Gut reagiert vom Torhüter, so verhindert er den Rückstand. Gut in den Lauf gespielt. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Der Angriff sah gut aus, aber da kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Nicht Rondon. Ecke. Und jetzt müssen sie höllisch aufpassen, dass sie nicht noch spät einen Gegentreffer kassieren. Und er schießt. Kein guter Abschluss hier. Ungewöhnlich für ihn. Ja, war er einen Moment unkonzentriert und dann geht's schnell. Montero. Okay, jetzt Aufbauspiel. Britain. Wird's jetzt gefährlich? Abgefangen, gut gemacht. Fuck. Ja. Was? James Morrison. Lorente. Gardner. Das war der Abfall. Kein Sieger und keine Tore. 0-0, das Endergebnis. Ich würde sagen, die Premier League Pokal bekommen wir dieses Mal nicht. Ich glaube. Weißt du, es gibt viele Spieler, die in ihrer ganzen Karriere nicht mal annähernd an den Titel rankommen. Du solltest stolz auf dich sein. Ich mach uns mal einen Tee. Es sind oft die Enttäuschungen im Leben, aus denen wir am meisten lernen. Catherine, da ist er ja, mein Topstar. Gerade 17 und schon beinahe den ersten Titel in der Tasche. Ja, aber wir haben verloren. Okay, dann sag mir eins, Einstein. Wie viele Teenager kennst du, die im ersten Anlauf fast die Premier League gewonnen haben, hä? Darüber habe ich eigentlich nicht nachgedacht. Und das nächste Jahr kommt. Das stimmt. Hör auf deine Mutter, die ist echt clever. Ein Tee, Michael? Uff, Kaffee. Du bist auf dem Weg, Alex. Als nächstes kommt das FA Cup-Finale. Immer nach vorne blicken, habe ich recht, Jim? Klar. Klar. Klar.
Ich bin stolz auf meinen Klienten, Mr. Alexander. Dank seiner tollen Leistung steht Swansea im Europacup. Glückwunsch an Swansea zur Quali für den Europacup. Vor allem Kompliment an Mr. Alexander für seine herausragende Leistung. Hashtag Durchbruch. Europacup, tolle Debütsaison für meinen Sohn Mr. Alexander und das gesamte Swansea-Team. Hashtag Glückwunsch. Klar, dass Swansea mit Mr. Alexander mit dem Titel nichts zu tun hatte. Wird im FA Cup Finale nicht anders sein. Hashtag Versager. 90 Minuten, kein Sieger. Schade, ich hatte Mr. Alexander den Siegtreffer zugetraut. Irrtum. Mr. Alexander holt nur ein Remis mit Swansea. Das nächste Spiel ist tatsächlich das Finale. Okay, Jungs, legen wir los. Okay. Mach ich. Ah, ich bin heiß. Ja. Ja, das wird wieder nichts. Meine Güte. Muss das Ding doch platzieren können. So definitiv nicht. Schade. Meine Güte. So, rein damit. Fuck. Hä? Ich habe in die andere Richtung gezielt. Das Spiel macht mich echt fertig. Posten. So, rein damit. Gut, dann bleibt das jetzt so. Kann ich direkt noch mal machen. Yes.
Ja. Polizei, Polizei. Jawohl. Egal, nehme ich. Ich warte auf die Aufstellung. Hoffentlich steht Mr. Alexander in der ersten Elf. Lass Garrus einfach reden, bleib konzentriert, dann holst du den FA Cup. Mr. Alexander bereit fürs FA Cup Finale. Ja. Zeig Garrus Walker, wer der Chef ist. Ist es tatsächlich soweit? Ja. Und ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Und ja, das ist richtig hart. Fies, dass ich jetzt sage, komm, wir machen das morgen, aber wir machen das morgen. Und bis morgen. Ciao.